Hallo zusammen. Was hier so unscheinbar aussieht, ist eigentlich echt ein spannendes Fleckchen Erde, denn ich stehe direkt am Dreiländereck. Hier grenzen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und die Niederlande aneinander. Dort hinten liegt so ungefähr 200 Kilometer weg Den Haag mit dem Internationalen Gerichtshof. Und dort drüben, dort liegt ungefähr Brüssel. Dort hat die NATO ihren Hauptsitz. Ihr merkt schon, heute geht es um unsere europäischen Nachbarn, um Bündnispartnerschaften. Ein weiteres wichtiges Thema auf dem Weg zur ersten nationalen Sicherheitsstrategie. Welche Bedeutung hat eigentlich die NATO? Wie sieht eine mögliche Zukunft der NATO aus? Darüber tauschen sich Bürgerinnen und Bürger hier in Gronau in Westfalen aus und erarbeiten gemeinsam mit der Bundesregierung eben die erste nationale Sicherheitsstrategie. Und wir schauen uns das jetzt gemeinsam mal an. Kommt mit! Was ist Ihrer Meinung nach die größte sicherheitspolitische Herausforderung für Deutschland? Ja, meiner Meinung nach ist das die Verteidigung von Deutschland. Da ist in den letzten Jahren, wie man auch in den Medien mitbekommen hat, nicht viel geleistet worden. Wir haben kaum Waffen, kaum Panzer, Flugzeuge. Ausrüstung der Bundeswehr ist ganz entscheidend. Das sieht man auch jetzt wieder im Ukraine-Konflikt. Wir möchten unterstützen und können das nicht so, wie wir uns das wünschen. Da ist Aufrüstung ein ganz, ganz klares Thema. Was halten Sie dann überhaupt von einer nationalen Sicherheitsstrategie? Also eine nationale Strategie kann es meiner Meinung nach nicht mehr geben. Also wenn wir bedenken, dass Deutschland alleine zum Beispiel eine Armee aufbauen kann und sich dann verteidigen kann, sie kann nur in ein Bündnis mit europäischen Partnern wie Frankreich, England, Italien oder auch der gesamten EU eine Strategie, eine militärische Strategie erarbeiten, um auch sich und auch die Bündnispartner gemeinsam zu schützen. Alleine ist man in Europa auch wirtschaftspolitisch, aber auch militärpolitisch nicht auf der Erfolgsspur. Würden Sie sagen, Sie definieren dann also langfristige Sicherheit, indem man die Demokratie stärkt und vielleicht auch mehr in politische Bildung investiert? Politische Bildung, überhaupt Bildung, ist das A und O für die Demokratie, das sehe ich schon so. Und wenn wir jetzt in dieser Veranstaltung ja von Sicherheitsstrategie sprechen, nationale Sicherheitsstrategie, dann muss uns klar sein, was sind wir, ich sage jetzt mal als Deutschland, was macht uns aus und was ist eigentlich unsere Vision? Und wie kommen wir von dem, was wir sind, zu dem, was unsere Vision ist, was wir gerne wollen? Und das ist dann nicht nur eine Strategie, sondern es sind letztendlich mehrere Strategien, die dazu führen. Und da gehört mindestens neben aller militärischen und anderen Interventionen, wo man jetzt drüber nachdenkt, die Bildung als ganz wichtige Komponente dazu. Da gehört aber auch Kultur zu. Ich muss die Kultur finden, die ein gutes gemeinsames Umgehen überhaupt ermöglicht. Und welche Ziele? Ihr habt bestimmt ja so schon drei Ziele definiert, die in die nationale Sicherheitsstrategie mit einfließen sollen. Welche sind das? Größtenteils war so der Zivilschutz, dass der ausgebaut wird, dass die Kommunikation zwischen Bürgern und dem Staat halt verbessert wird. Ja, und dass die Bundeswehr halt besser gestaltet wird. Das ist ein Ziel, was wir in unserer Gruppe formuliert haben, dass wir vorbereitet sein müssen. Deutschland, die NATO muss vorbereitet sein auf den Ernstfall. Das ist das eine. Auf der anderen Seite steht natürlich auch Diplomatie und Frieden im Vordergrund. Und das dritte Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist eigentlich, die Werte innerhalb der Gemeinschaft zu vermitteln. Der Tag in Gronau ist jetzt vorbei und im Hintergrund wird noch fleißig abgeräumt. Auch hier haben die Bürgerinnen und Bürger natürlich wieder angeregt miteinander diskutiert. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Termine und was da so diskutiert wird.